Willkommen zu Heiger unterwegs. Sesam, öffne dich. Ein Kindheitstraum war das, sich vorzustellen, dass dort hinter einem verborgenen Fels sich eine Schatzkammer unermesslichen Ausmaßes auftut, lauter Gold und Edelsteine, und sich diese Schatzkammer öffnet und verschließt auf ein Wort hin. Verschlossen sieht der Fels eben wie ein Fels aus. Nicht mehr so ganz im Bewusstsein hatte ich, wie brutal dieses Märchen eigentlich ist, aber darum geht's heute nicht, sondern um dieses eine Wort: öffne dich. Das hat Jesus gesagt. Das sind Gedanken, die ich heute habe, die mir noch nachgehen von der Predigt vom Sonntag. Markus Kapitel Evangelium Kapitel 7, Vers 31, da spricht Jesus: Hephatha, öffne dich. Ist nicht wunderbar? Jesus spricht und das, was vielleicht im Herzen zu Fels geworden ist, das öffnet sich, bricht hervor und dahinter verbirgt sich das, was nur Gott sehen kann. Den Schatz in uns, den Gott in jeden von uns hineingelegt hat. Öffne dich. Ja, verschlossen sind wir wohl allemal. Aber wie einfach so sich öffnen? Eine besondere Situation war es. Jesus spricht mit einem Menschen so, als ob es den Rest der Welt nicht geben würde. Ja, er spricht noch nicht mal mit ihm, er kommuniziert mit ihm ohne Worte, weil dieser Mensch taubstumm war. Er kommuniziert, indem er seinen Speichel nimmt, mit Erde verrührt und bei ihm aufträgt. So bringt Jesus zum Ausdruck: Du bist mir wichtig, du bist Gott wichtig. Und Jesus schaut zum Himmel. Auch eine Symbolsprache, eine Zeichensprache. So kommuniziert Jesus, was jetzt passiert. Das geschieht zwischen Himmel und Erde, weil du, Mensch, Gott wichtig bist. Und so geschieht das Wunder. Der Taubstumme hört. Die Zunge löst sich wie eine Fessel und er spricht wieder. Er kann sich wieder ganz neu öffnen, seinen Mitmenschen und Gott, Gottes Liebe, davon weitererzählen. Obwohl er es eigentlich nicht soll, weil Jesus noch nicht wollte, dass dieses Wunder allen Menschen weitergesagt würde zu dem Zeitpunkt. Heute stehen wir davor, fragen uns, ja, ein Wunder oder auch nicht? Glaube ich an Wunder? Glaube ich nicht an Wunder? Glaube ich an den Gott, der Wunder tut? Aber warum passieren so wenig Wunder? Fragen über Fragen. Ich selbst glaube weiter an den Gott, der Wunder tut. Aber ein Wunder ist es für mich schon, wenn ein Mensch sein Herz öffnet. Wenn das harte Gestein, das wir manchmal unser Herzen herum gemauert haben, wenn es sich ein Spalt weit öffnet und man hindurchschauen kann. Wenn es so ein Moment ist, wo nichts anderes zählt, außer du und ich und Jesus. Wo auf einmal nichts anderes wichtig ist, wo Gottes Geist wirkt, wo er selbst unsere Herzen öffnet. Das sind spannende Momente und die wünsche ich einem jeden von uns, dass wenn wir in Heiger unterwegs sind, dass wir auf unserem Lebensweg solche Begegnungen mit unseren Mitmenschen haben, in dem Bewusstsein, Gott ist da. Er heilt ein Geist, Leib, Körper und Seele. Er tut das durch seine Liebe und seine Zuneigung zu uns. Erzwingen können wir nichts. Wir können nicht erzwingen, dass ein Fels sich öffnet.
können anklopfen und es passiert nichts, dann braucht es vielleicht das rechte Wort zur rechten Zeit. Das wünsche ich uns, dass wir so gesegnet in diese Zeit gehen, wo so viele Menschen sich verschlossen haben, Angst haben, was wohl nun wird, was kommen wird, vielleicht sogar Angst haben vor der Impfung, wer weiß schon. Öffne dich im Vertrauen darauf, dass da einer ist, der das Universum geschaffen hat, der dich liebt. So geh im Segen Gottes in die Stadt Haiger, um dort unterwegs zu sein.